Kirche San Nicolas de Bari und San Pedro Martir ist wahrscheinlich das beste Beispiel für Koexistenz, einer Tempel der gotischen Struktur des 15. Jahrhunderts mit barocken Dekorationen des 17. Jahrhunderts, fand in der Stadt Valencia. Im Jahr 1981 zu einem nationales, künstlerisches, historisches Monument erklärt. Obwohl die Kirche unterhält und als solche in seinen Altar den Besitz von San Nicolas de Bari und San Pedro Martir enthalten, ist die Kirche im Volksmund einfach als Sankt Nikolaus bekannt. Zwischen 1690 und 1693 ist deckt der gotischen Innenraum mit barocken Dekorationen auf den Geschmack der Zeit, Juan Bautista Pérez Castil Reform, zugeschrieben. Abgesehen von die Chirichurisque-Dekoration überraschen uns Alfresco-Gemälde von Antonio Pellaminehö, entworfen und ausgeführt von seinem Schüler Dionis Vidal 1700, die die gotische Gewölbe, Säulen und Wände mit Szenen aus dem Leben des heiligen Nikolaus von Bari und San Pedro Martir, zusammen mit Allegorien der Tugenden in riskante Teilansichten versichert. Szenen des Kirchenschiffs für ihre Seite des Evangeliums sagen uns über das Leben von San Pedro Martir, während auf der Seite der Brief erzählt das Leben von San Nicolas ist. Somit werden Szenen aus der Kindheit, durch die Predigt und Wunder im Leben, bis zu seinem Tod und die Wunder, die aufgetreten ist, als seine sterblichen Überreste verehrt werden, dargestellt. Fiktive Öffnungen empfehlen die Sicht auf den Himmel. Jeder Abschnitt bildet die Kuppel, erzählt eine Episode aus dem Leben der Heiligen. Ankunft auf dem Presbyterium, konvergieren sowohl in eine Herrlichkeit von Engeln, Ärzte der Kirche und Architektur vorgetäuscht. Sie begleiten die Szenen aus dem Leben der Heiligen, einpleiert allegorische Bilder. Am Fuße der Kirche Evangelisten Lukas und San Marcos, während die restlichen zwei in das Gesims des Mittelschiffs finden. Zwei Maler, Pellaminehö und Vidal, sind in der Wand, am Fuße der Kirche zusammen mit der gotischen Fensterrose vom Haupteingang dargestellt. Es ist bemerkenswert, auch den Reichtum der Altarbilder der Kapellen, wo Werke von Juan de Juanes, Fernando Yanezalt de la Almedina, Jeronimo Jacinto Espinosa oder José Vergara Gimeno.